Hallo Leute und willkommen hier bei Me Up A Cat. Ich bin schon fleißig am Bauen. Ihr habt ihn eben gesehen, den bedrohlichen Kampfläufer aus Star Wars, der AT-AT. Und den bauen wir hier mal im Zeitraffer ganz flott zusammen. Ich erzähle gleich noch etwas mehr zum Set, aber zuerst schauen wir uns mal hier den ersten Bauabschnitt an. Denn wir haben hier den verbauten E-Motor, der das ganze Set dann antreiben wird. Über diese Schnecke geht die Kraft dann über auf diese beiden Zahnräder, wird dann umgelenkt hier auf die Achse. Und ja, aktuell sieht es auch irgendwie so aus, als könnte das hier durchaus auch ein Allradfahrzeug werden, denn das Teil hier, das ganze Set, ist äußerst techniklastig. Ich würde mal sagen, so 80% Lego-Technik stecken hier drin und ich fand das vom Zusammenbau echt sehr interessant. Hier haben wir den Brick, der nachher hier auf diese Batteriebox draufkommt. Da kommen insgesamt 6 AA-Batterien rein und dann wird das hier oben einmal angesteckt und dann können wir auch direkt mal einen kleinen Funktionstest machen. Oben ist das Schalterchen umlegen und wunderbar. Ich habe mich sehr gefreut, alles läuft und funktioniert, also die Zahnräder sind passend zusammengesteckt und so werden dann nachher alle 4 Beine des AT-AT angetrieben und hier ganz links kann man sehen, da ist so ein kleines Nippelchen noch dran, da wird dann später der Kopf dran befestigt, dass auch der noch mal sich bewegt nach oben und unten, rechts und links, wenn der Kampfläufer dann hier seine Wege zieht und ja, das zieht auch schon allein seine Wege. Hier kriecht das Rohgerüst über meinen Tisch, ich freue mich sehr, alles scheint zu funktionieren, also kann es weitergehen. Nochmal zum Set selbst, hat mich gekostet so um die 52, 54 Euro. Lego selbst stellt dieses Set gar nicht mehr her. Das hatte die Nummer 10178 AT-AT Walker mit Motor und wird jetzt zu horrenden Preisen von bei Amazon zum Beispiel original verpackt. 724 Euro. Da kann man schon mal schwach werden und zur Lippe greifen. Ob sich das lohnt, das sehen wir später. Aber hier sieht man schon mal das Chassis, das jetzt ziemlich fertig zusammengebaut ist, wo dann die ganze Mechanik auch schon mal drin steckt. Hier unten hängt auch schon das Seilchen dran, an dem sich Luke Skywalker dann später hochhangeln kann, um den AT-AT hier auszuschalten, so wie er das gemacht hat in dem Kampf auf Hoth, als dort die Rebellenbasis angegriffen wurde. Da stammt ja hier dieses Modell her und schaut her, die ganze Technik, die Zahnräder, ich find's klasse, sieht doch richtig schön aus. Und weiter geht's. Ohne Füße läuft hier natürlich gar nichts, deswegen mal flott hier den ersten von 4 Füßen zusammengesteckt und so sieht das Teil aus. Unten diese glatten abgerundeten Fliesen, oben haben wir dann auch nochmal so ein Gelenk dran, so ein ja, Fußgelenk, dass ich das ein bisschen hin und her bewegen kann, dass der nicht so steif nachher wird. Und ja, sieht doch schon mal ganz nett aus. Das Ganze natürlich hier nachher noch in vierfacher Ausfertigung. Das ist dann etwas repetitiv, so beim Zusammenbau. Aber naja gut, 4 Beine müssen halt viermal gebaut werden. Hier wird Bein Nummer 1 zusammengebaut und gleich auch hier an den Fuß befestigt. Und da könnt ihr sehen, wie das dann im Endeffekt aussieht. Ist schon ziemlich lang zum einen. Und die Artikulation könnt ihr hier sehen, haben wir auch an verschiedenen Punkten. Einmal ganz hier unten natürlich bei dem Fuß. Da haben wir so ein Fußgelenk unten dran, das hin und her bewegt werden kann. Und natürlich auch etwas weiter oben im Kniegelenk, wenn man das so nennen kann, können wir dort eine Bewegung reinbringen. Und die beiden Liftarme ganz oben, die verschränken sich auch nochmal so ein bisschen hin und her durch die Verbindung von diesem Dreierlift. Arm oben. So, also die Bewegungsmöglichkeit, die ist gegeben. Ich bin echt gespannt, wie der nachher aussieht, wenn der sich hier fortbewegt. Natürlich auf einem Bein kann der Kollege nicht stehen, also flott noch das zweite zusammengebaut und dann wäre das auch schon der nächste Bauabschnitt gewesen. 2 Beine haben wir jetzt hier dran, komplett fertig mit Verzierungen. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie die von innen aussehen, mit Zahnrädern, mit den verbauten Liftarmen hier unten mit den Füßen. Tja, und wie er sich bewegen kann. So ein bisschen Gymnastik hier für unseren AT-AT und dann kann es auch schon direkt weitergehen. 2 Beine reichen uns ja hier nicht aus, also schnell die anderen beiden zusammengebaut und da steht er da. Der AT-AT obenrum noch so ein bisschen dünn, aber untenrum sieht er doch schon richtig prächtig aus. Hier mit diesen Platten, die hier an den Gelenken so angebracht wurden. Echt sehr schönes Modell. Macht richtig Spaß schon, den dann fertig zusammengebaut zu sehen. Auch schon in diesem Bereich hier. Und ja, das Grundgerüst ist wie gesagt soweit fertig. Er steht so ein bisschen wackelig. Man muss schauen, dass man die Beine richtig hinstellt, damit er hier nicht so einen kleinen Knicks macht und sich verneigt.
Aber sieht schon mal sehr schön aus. Die Größe ist durchaus beeindruckend schon in diesem Stadion. Und als nächstes bauen wir die Batteriebox dann einmal ein, zusammen mit so einem extra kleinen Einschalter. Den kann man hier sehen. Dort wird später das Ganze gesteuert an diesen gelben Teilen. Hier oben ist der Powerbrick aufgebracht, der dann die Energie von der Batteriebox zum Motor bringt. Und hier hinten haben wir auch noch was am Bürzel sozusagen angebracht, das man später abnehmen muss, um dann die Batteriebox rauszunehmen. Tja, und wenn ich es mal einschalte, seht ihr, da bewegt und zappelt er auch schon ein ganz kleines bisschen. Leider sind die verbauten Akkus, die ich gerade hier reingepackt habe, viel zu schwach. Die habe ich mir überall zusammengeklaut. Also richtig laufen tut er deswegen noch nicht. Da brauche ich neue Batterien, aber sieht schon mal alles gut aus, als würde es schön funktionieren. So, der nächste Bauabschnitt, dort fängt jetzt der Aufbau an. Also oben dieses Teil, wo später die Platten dran kommen, habe ich jetzt hier fertiggestellt. Und ganz clever, hier ist auch ein Griff dran, an dem man das Teil dann schön hochheben kann. Sehr gute Lösung und durchaus sinnvoll bei so einem großen Modell. Also hier seht ihr das, da kann man den wunderbar hochheben, ohne dass da irgendwelche Teile abfallen oder man Angst haben muss, man packt ihn an der falschen Stelle an. Ist ja immerhin noch so ein Klemmbaustein-Z, da fällt ja auch mal hin und wieder etwas ab, aber mit dem Griff hier sehr schön gemacht von Lego. Und schön nachgebaut von Leppin. Also, nächster Bauabschnitt, der Kopf. Die Kommandokanzel, wo nachher auch der Kommandant und der Schütze drin sitzen. Und so sieht das nach dem ersten Abschnitt dann aus. Hier hinten sieht man, wie das später befestigt wird. Hier unten haben wir nochmal die beiden Blaster, die sich auch nach vorne und hinten bewegen können. Schöne Detaillösung. Und ja, sieht schon mal sehr nett aus. Wenn man reinschaut, etwas schwierig hier, sieht man, dass wir dort eine bedruckte Fliese haben. Ich erklappe es mal auf, dann sieht man es etwas besser. Also hier eine bedruckte Fliese mit so einer Zielvorrichtung. Und das ist eine der wenigen bedruckten Fliesenaufkleber. Gibt es bei diesem Set hier ja glücklicherweise, muss man sagen, überhaupt keine. So, weiter geht's. Wir bauen schnell die Seitenteile hier des Kopfes zusammen. Und dann kann der dann auch gleich befestigt werden an dem restlichen Rumpf und... voilà, da steht er nicht mehr kopflos. Hier sieht man die Technikbefestigungen und wie der hier unten auch an die Antriebswelle angeschlossen wurde, damit sich der Kopf später auch etwas von oben nach unten und von rechts nach links bewegt. Sieht sehr schön aus. Seitenplaster haben wir auch noch dran, die ja, gerne mal abfallen. Die sind etwas fragil angebracht, aber rein optisch muss ich sagen, ist das hier ein echt schickes Teil. Gefällt mir wirklich gut. Die Formen sind durch die verschiedenen Gelenke, die hier dran sind, auch gut getroffen worden, dass man diese schrägen Formen sowohl am Kopf als auch, wie ihr gleich sehen könnt, am Körper hier zusammenbekommt. Und dann ist es plötzlich passiert, Freunde, ich habe was gefunden. Ein Teil, das nicht perfekt gegossen wurde, da ist wohl ja das Plastik nicht überall in die Ecken reingekommen. Und wir haben hier einen Gussfehler dran bei einem Teil. Ist aber nicht so schlimm, denn das kann man trotzdem wunderbar verbauen. Das Teil hält immer noch. Und diesen Fehler kann man später auch nicht sehen. Aber da habe ich ja nur drauf gewartet. Leppin hat eben nicht die gleiche Qualität wie Lego. Da gibt es so kleine Problemchen mal. Aber wie gesagt, hat mich beim Bauen jetzt hier überhaupt gar nicht gestört. Alles andere hat gepasst. Alle Teile waren vorhanden. Alle Teile haben auch gut zusammengepasst. Und da seht ihr, wie er dasteht. Der AT-AT fertig zusammengebaut. Und ist er nicht prächtig? Ein richtig tolles, großes Technikmodell, kann man ehrlich gesagt schon sagen. Denn hier steckt ja fast nur Technik drin. Der Luke hängt auch schon unten dran. Und am Griff kann man den Riesen hier wunderbar drehen. Hier hinten seht ihr das Bürzel, wo ich weiß nicht, ob da auch noch jemand drin sitzt eigentlich. Auf jeden Fall ein tolles Modell. Ich freue mich sehr, den nachher mal laufen zu lassen, wenn die richtigen Batterien drin sind. Und das zeige ich euch alles in einem separaten Video, Freunde. Ihr bekommt noch ein volles Review von diesem Set hier. Und ganz kurz der Vollständigkeit halber, das sind die Teile, die übrig geblieben sind. Also ein paar Ersatzteile haben wir auch noch. Wenn ihr den kaufen wollt, ich packe euch mal den Kauflink in die Videobeschreibung, Freunde. Bis dann, macht's gut!